Simon und Manja, wir machen Stand-up-Comedy für WordPress-Veranstaltungen. Versprich nicht zu viel. Info, ja, gebt mir mehr. So, wir sind German-Pünktlichkeit, 7 Minuten hinter unserem Plan. Wir haben genug Puffer, keine Sorge. Wir sind vorbereitet. Wir starten mit unserem ersten Lightning Talk und wie ihr vielleicht schon erraten habt, ist Manja jetzt dran. Manja, ich habe vorhin mit ein bisschen gesprochen, hatte mal ein Geschäft für Kinderkleidung und ist auf dieser Schiene irgendwie in WooCommerce reingerutscht und nicht so richtig davon wegbekommen, auch wenn das Geschäft nicht mehr gibt. Das musste ich dann leider schließen. WooCommerce war wichtiger. Nichtsdestotrotz erzählt sie uns heute was zu WooCommerce Blogs, die eine relativ frische Sache sind und ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, Maja, leg einfach los. Jo. Danke dir. Ah, super. Danke. Danke, thanks to my assistant, Peter. Oh, jetzt habe ich irgendwas gemacht. Ja, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Vortrag, 15 Minuten über WooCommerce Blogs. Ich hoffe, ihr seid alle große WordPress und WooCommerce Begeisterte, so dass... ja, so dass ihr auch meine Folien sehen könnt. Die Welt der Blogs, die gibt es ja schon eine ganze Weile. WooCommerce ist relativ frisch und deswegen wollte ich euch heute einen kleinen Überblick geben und euch mal mit auf die Reise nehmen durch diese Entwicklung der ganzen Blöcke. Nein, geh mal zurück. Nee, ja, das. Mein Name ist Manja Neumann, ich bin aus Düsseldorf und arbeite dort als WordPress-Freelancer. Meistens erstelle ich Online-Shops und ich achte sehr, sehr, sehr gerne auf Barrierefreiheit und Responsivität. Ist bei Online-Shops extrem wichtig, wird aber leider total vernachlässigt. Verstehe ich immer nicht so ganz. Oh ja. Ich gehöre zum Meetup Düsseldorf. Und wenn ihr mal im Rheinland seid, kommt vorbei. Wir sind eine super lustige, freundliche, bunte Truppe, Haufen, wie auch immer. Wir sind typisch rheinländisch. So. Was machen wir jetzt in knappen 15 Minuten? Ich sag euch, was braucht ihr, was gibt's schon, was gibt's noch nicht? Ja, fangen wir an. Was braucht ihr? Ja, es ist, habt ihr wahrscheinlich euch schon vorgestellt, das ist jetzt nicht so schwer. WordPress 6.3, also relativ frisch, das WordPress müsst ihr haben. WooCommerce mindestens 7.9 und den Blog-Editor, weil ohne Blog-Editor keine Blöcke. Starten wir mit den Produktgrids. Produktgrids gibt's jetzt schon eine Weile. Die sind aus den Kinderschuhen mittlerweile raus. Die sind etabliert, habt ihr wahrscheinlich alle schon mal verwendet. Die kann man sehr flexibel überall einsetzen. Meistens so auf Startseiten sehe ich die oft oder eben auf themenspezifischen Landingpages. Ihr könnt damit Shoppingwelten generieren. Ne? Was ich ein bisschen vermisse, ist, dass das noch nicht sehr kreativ, ich habe gar nichts gemacht, dass es noch nicht sehr kreativ eingesetzt wird. Ne? Also warum nicht auch auf einer 404-Seite mal Produkte anzeigen lassen? Die Leute sind ja in den Online-Shops, die erwarten Produkte. Die sind davon nicht überrascht. Oder hier zum Beispiel, ich habe hier ein Beispiel, das ist ein Juweliergeschäft in Düsseldorf, verkauft extrem teure Ringe. Und wenn man das, seine Ringgröße wissen möchte, dann kann man das anhand dieser komplizierten Anleitung rausfinden oder man kauft das Produkt. Man klickt drauf, ist im Warenkorb, ist fast schon gekauft. Macht mehr sowas. Das ist wirklich schön, wichtig, baut sie überall ein, seid kreativ, denkt ein bisschen out of the box. Nicht nur auf der Startseite und in diesen Shop-Seiten gehören Produkte hinein. Was mir an dem Produktgrids nicht gefällt und was mir wirklich, wirklich fehlt, sind die Einstellungen für verschiedene Endgeräte. Ein Grid ist ja ein Raster, also wird in verschiedenen Spalten ausgegeben. Eine bestimmte Anzahl kann man einstellen. Aber auf einer mobilen Seite ist ein Grid maximal
2 Spalten breit. Also mehr geht einfach nicht, ne? Meistens eine, manchmal 2. Auf dem Desktop dagegen brauche ich mit einer Spalte nicht anfangen. Das ist viel zu massiv, das überfordert. Da brauche ich 3 bis 4 Spalten, vielleicht auch mal 5. Und kann man leider nicht einstellen, muss man immer per CSS nochmal ran. Das würde ich mir echt wünschen als nächstes Feature, falls jemand Connections hat. Das wäre was, was mir wirklich am Herzen liegt. Ja, das war die Vergangenheit. Wir befinden uns jetzt in der Gegenwart. Ganz frisch gibt es nämlich jetzt Warenkorb und Kasseblöcke. Bisher habt ihr eine Seite gehabt, ne? Warenkorb, Shortcode ist drin, WooCommerce Card. Der Warenkorb wird ausgegeben, sieht immer gleich aus. Das hat sich jetzt geändert. Ihr sagt, ihr öffnet die Seite, schmeißt den Shortcode raus, gebt den Warenkorb oder Kassenblock hinein. Das ist alles. Das ist so nice. Also ist minimaler Aufwand, unter einer Minute und ihr habt einen Block da drin. Und den könnt ihr richtig gut anpassen. Der Warenkorb, den gibt es jetzt in 2 Zuständen. Also gefüllt, ne? Keine Produkte drin oder ungefüllt und gefüllt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen ungefüllten Warenkorb habt, dann ist der erste Satz immer der Standardsatz, dein Warenkorb ist leider leer. Das ist jetzt vielleicht nicht für jede Zielgruppe richtig. Für eure passt das vielleicht nicht. Ihr müsstet den Text ändern. Bisher sehr, sehr anstrengend, immer in den Code reingehen. Jetzt, ihr geht einfach in den Text und ändert ihn. Fertig. Ihr könnt da Sachen hinzufügen. Ihr könnt die einzelnen Blöcke im Warenkorb verschieben, editieren, ändern, woanders hin. Ihr könnt sie löschen oder eben eine Erklärung hinzufügen. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Das jetzt ist der gefüllte Warenkorb. Da sind natürlich mehr Sachen drin, und aber dasselbe Prinzip, ne? Verschieben, hinzufügen, zum Beispiel eben auch unten dieses, das interessiert dich vielleicht, quasi der Standard, dass man diesen Text ändern muss. Das ist jetzt einfach hier möglich. Und ihr könnt natürlich mittlerweile auch schon ein paar Designsachen ändern. Ich denke, da kommen noch mehr Möglichkeiten hinzu in den nächsten Monaten. Der Kassenblock, der gefällt mir besonders gut. Bisher war die Kasse ja jetzt nicht gerade das die Vorzeigeseite von WooCommerce. Das machen Konkurrenten durchaus besser. Eine Kasse ist ja für die Kundschaft, da darf man nicht nachdenken. Eine Kasse bedeutet durch Sachen eingeben, bezahlen. Nicht nachdenken, keine Fragen, möglichst viel Vertrauen haben. Ich fand das bei der WooCommerce-Kasse bisher nicht so gut gelöst. Jetzt im Blog kann man die einzelnen Unterblöcke hier, also die Optionen, ne, die Lieferadresse, Rechnungsadresse, man kann die nummerieren, man kann die sortieren, man kann Erklärtexte hinzufügen, man kann noch einzelne Sachen einfließen lassen. Das ist richtig schick geworden, also der ist schon wirklich toll. Probiert den mal aus. So, jetzt befinden wir uns bereits zwischen Gegenwart und Zukunft. Ich weiß nicht, wer von euch benutzt den Full-Site-Editor für Online-Shop Live-Produkt? Oh, ist noch übersichtlich, ne? Geht mir nämlich auch so. Also ich komme damit noch, also bei Online-Shops echt noch schwierig durch. Kleine Projekte ja, aber Online-Shops habe ich echt noch Schwierigkeiten. Ich hoffe, das ändert sich bald, aber es ist ja unsere Zukunft. Da kann man nämlich schon einiges mehr machen. Für alle, die jetzt noch nicht genau wissen, was Full-Site-Editing ist, es gibt eine neue Art von Themes. Das sind Block-Themes. Es gibt keinen Customizer mehr, sondern alles wird im Editor bearbeitet. Header, Footer, auch Seiten, die es eben sonst gar nicht im Backend gibt, die gar nicht angelegt sind. So dynamische Seiten wie Produkteinzelseite oder Archive, die kann man in diesem Editor, der heißt deswegen Site-Editor, weil er die gesamte Seite betrachtet, die kann man da jetzt anpassen. Ihr geht also in diesem Site-Editor,
in das Template für zum Beispiel die Produkteinzelseite, klickt da drauf, seid in dem Editor und dann öffnet sich, wie durch ein Wunder, diese Gruppe und alles besteht aus Blöcken. Jeden einzelnen Block könnt ihr verschieben, anpassen, verändern, löschen. Das ist so flexibel geworden, es ist ein Traum. Ja, und das ist halt vor allem gut für die Seiten, die es bisher, also die es im Backend halt nicht gibt. Ne? Alle anderen könnt ihr ja auch bisher so bearbeiten jetzt. Genau. Also das ist quasi Gegenwart, Zukunft und jetzt bewegen wir uns Richtung Zukunft. Ja. Es fehlen noch Blöcke. Also manche Seiten sind irgendwie vergessen worden bisher. Mir fehlt mein Konto und die Bestellbestätigung. Mein Konto, ja, ich denke, das wird in den nächsten Monaten kommen. Aber gerade die Bestellbestätigung. Da muss man wirklich sehr, sehr umständlich in die Thank You PHP gehen, die ins Child Theme kopieren und dann da was im Code ändern. Das ist für AnwenderInnen super, super schwer. Und auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel im Full Site Editing, im Site Editor, da dieses die Bestellbestätigung öffne, dann kommt hier dieser Hinweis, Classic Template Placeholder, man kommt da nicht ran. Das finde ich super schade, weil gerade die Bestellbestätigung ist wichtig. Da haben Menschen gerade ein Produkt gekauft, die sind euphorisch, die freuen sich. Das muss man ja mitnehmen, Vorfreude generieren auf das Produkt. Man muss da was machen. Also die Leute schon voller Erwartung auf ihr Produkt begeistern, das könnte man so gut mit Blöcken. Ist aber leider noch nicht. Ja, ich denke mal, also ich bin ja ein positiver Mensch. Die Welt ist WordPress blau, WooCommerce lila und ich hoffe, dass das jetzt auch in den nächsten Monaten noch dazukommt. Und dann haben wir ein komplettes WooCommerce-Blog-System, was mich sehr freut. Ja. Ich würde gerne wissen, wie ihr das findet, aber da wir jetzt keine Möglichkeiten haben, zu Fragen zu stellen, das geht erst am Ende der Lightning Talks oder ihr findet mich hier auf dem WordCamp noch bis Samstag. Ich würde mich freuen, mit euch über WooCommerce zu sprechen. Ja, sprecht mich einfach an.